Wen spielt ihr im Kinofilm? Könnt ihr mal kurz die Rollen erläutern? Also ich spiele Toni König, die Ehefrau von Marc König, die sich trennen will und die ein ganz tolles Jobangebot bekommt im Ausland und deswegen die Kinder nicht gebrauchen kann. Ja. Bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Also genau so, nur aus der männlichen Sicht. Ich kriege auch ein Jobangebot, was ich nicht ablehnen kann. Richtig. Hab dann noch das Glück, kleine Affäre. Das Pech, jemand anders kurz da kennenzulernen. Wir beide uns ja eigentlich einig waren, dass wir uns trennen wollten, nicht wahr? Ja, aber nicht trennen, damit der eine rumvögeln kann, sondern trennen zum Trennen einfach. Ja, gut. Das, das wird im Film tatsächlich auch erläutert. Dann kann man sich das noch weiter angucken. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir versuchen durch verschiedene Taktiken die Kinder auf die andere Seite zu treiben, die jeweils andere Seite zu treiben, weil nur einer fahren kann und das ist der, der sich nicht um die Kinder kümmern muss. Genau, und deswegen denken wir, es ist total schlau zu sagen, die Kinder entscheiden, zu wem sie wollen. Und dann machen die diesen Deal und sagen auch, ey, und keiner will, die wird versuchen, die Kinder zu beeinflussen in irgendeine Richtung, was die natürlich dann ganz widerlich machen und dadurch entstehen so unfassbar widerliche Situationen, wo man echt beim Lesen schon dachte, ah, das können wir doch nicht machen, oh doch, das müssen wir unbedingt machen, das wird todlustig. Ja. Habe ich eure Rollen gefallen in dem Zusammenhang? So, es scheint so. Ja, voll. Also ich fand es super, dass man, dass ich so viel spielen konnte. Ne? Also so viele unterschiedliche Sachen. Diesen total albernen Quatsch, der total drüber ist. Genauso aber wie ganz ehrliche und ja, traurige Momente auch zwischen dem Paar, weil die sich ja auch irgendwie verloren haben und wiederfinden und sozusagen ja, auch das ganze Leben von denen auf dem Spiel steht. Und genauso dramatische Szenen gab es auch. Wir sind durchs Feuer gegangen, wir haben uns fürchterlich geprügelt. Dann gibt es diese Szene, wo ich eben Marc erwische, wie er mit dieser Krankenschwester knutscht und so. Das sind alles so, also diese Rolle hat so viel hergegeben an Emotionen, die ich spielen konnte. Da ist ja fast nichts übrig geblieben, außer Tod. Es ist keiner gestorben. Das wäre noch, obwohl der Hamster... Ich glaube nicht mal der, genau. Ja, was ist eigentlich mit dem Hamster passiert? Nein, er hat überlebt. Das okay. Wird nicht jeder mehr. Hamster hat überlebt, ja, der am Set war. Wir hatten einige Hamster. Und die sind alle noch wohlauf und zufrieden. Leben sie auf einem Bauernhof mit Kühen und Schafen und Küken und so. Ja, das Schöne war, also auch an dieser Geschichte, ist es so, das macht auch einen Großteil, einen großen Reiz und dieses Films aus, dass es so eine umgedrehte Emanzipationsgeschichte ist, dass die Eltern sich von den Kindern emanzipieren müssen und sich da sehr schwer tun mit. Und das so auszukosten, war auf jeden Fall ein großer Spaß, auch mit Caroline, die das zum ersten Mal vor der Kamera, also vor so der Kinokamera und großartig. Ach, hör doch! Ich wollte gerade sagen, das ja, war groß, deine erste Filmhauptrolle. Wie hast du reagiert? Hast du geschrien? Hast du gemerkt, dass du bekommst die Rolle? Du darfst spielen? Ja, das war super. Und das, also, es war ja tatsächlich so, dass ich das so ein langes Stück, am ganzen Stück, eine Rolle. Das war jetzt mir noch nicht so, das habe ich noch nicht so oft gemacht und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass ich jeden Tag eine andere lustige Frau spiele, weil man irgendwie, weil es ja nicht so meine Hauptarbeit ist einfach. Und da merkt man dann schon, dass man, also der Maxim zum Beispiel ist ja ein richtiger, so ein echter Schauspieler und dann, das merkt man dann schon so, zwischendurch habe ich immer so angeguckt, wenn wir so eine Szene gespielt haben. Wow, krass, wie das... Achso, ich bin dran. Was war nochmal mein Text? Ja, das hat sie mir auch noch nicht gesagt. Ja, das sage ich dir jetzt. Ja. Sonst hättest du einen Höhenflug gekriegt und dann hätten wir überhaupt nicht mehr spielen können. Ich wollte dich, während den Drehbahnen wollte ich dich so klein halten. Was bin ich für ein kleines Licht? Okay, aber jetzt will ich jetzt dir die kannst Wahrheit du auch schon noch sagen, dass ich dich schon auch geschmiert habe dafür, dass du es jetzt sagst. Das ist richtig. Ja. Ja, wie sind euch eure Rollen entgegengekommen? Also du bist ja Comedian, dir müsste es ja gelingen haben, diese lustigen Rollen zu spielen. Inwiefern kann man sagen, als Comedian kommt dir diese Arbeit entgegen, diese Rollen zu verkörpern? Bei dir sind es eher sonst die seriösen, nüchternen Rollen in anderen Filmen. Na, auch im Fall nur ab und zu. So, ja, so pädophile Kinder. Und heute ja, jetzt mal zum Beispiel, so das ist jetzt etwas, ja, ist jetzt, naja, solide, eine ganz solide Rolle. Ganz solide Comedian-Rolle, genau. Was war die Frage jetzt? Ja, inwiefern dir das Comedian-Image oder das du sonst mit der Comedian bist, entgegenkommt in so einer Rolle, wo du ganz viele lustige Szenen hast und einfach du selbst sein kannst und also, auch daraus so ein Ding machen kannst. Ich glaube, wichtig ist so Timing für so einen Film, ne? Dass das richtige Timing zu haben. Und das ist, glaube ich, auch schwer zu lernen. Also ich glaube, das hat man oder das hat man nicht, oder? Und ich glaube, so antrainieren kann man sich das nicht. Ja, ich glaube auch, dass vielleicht so ein gewisses Talent da auf jeden Fall von...
hilfreich sein kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass Sven Unterwald, unser Regisseur, also wir konnten eigentlich mit ihm nicht viel falsch machen, weil der hat ganz viel vorgespielt. Viele Leute können damit nicht umgehen. Ich finde das in bestimmten Augenblicken großartig. Der hat das einfach, das war wie ein Comic, wie der das vorgespielt hat. Also war rein timingmäßig, war das perfekt. So geil, echt. Und dann musste man also gucken, dass man irgendwie das so hinkriegt, das Timing, und das noch so ein bisschen mit der Rolle auffüllt dann, ne? Dass man nicht nur Sven Unterwald spielt, sondern erinnert ihr euch selber. In dem Zusammenhang an gewisse Szenen, oder wo ihr sagt, so behind the scenes, das war das Witzigste, die Szene war so, geht nicht mehr aus dem Kopf, wo ihr gesagt habt, das war so das Lustigste an dem Ganzen. Also ich fand sehr lustig zwei Sachen. Einmal die, wo wir alle uns schlagen. Also da schlagen wir die Kinder und die Freunde und alle. Und es ist eine riesige Parade von Ohrfeigen. Das klatscht in einem durch und dann mussten wir das vorher üben. Und ich fand es sehr lustig, das mit den Kindern zu üben. Ich musste ja Arseni schlagen, den Kleinen. Und dann mussten wir einfach üben, ja, dass es auch richtig gut aussieht und so, ne? Und das war echt sehr lustig. Und ich musste Axel voll eine pfeffern und Axel so, hau ruhig richtig zu. Und dann habe ich dem so eine geballert, dass dem in die Brille durch diesen Garten geflogen ist und so. Und ich fand eine Szene sehr, sehr lustig, wo wir in dem Zimmer waren von Arseni und die Kinder sind weg und wir sind, oh Gott, wo sind die Kinder? Ruf die Freunde an und dann, er hat keine Freunde. Und dann fällt uns so auf, dass wir die Kinder gar nicht so gut kennen. Ruf mal die Freunde an. Wer ist denn die beste Freundin nochmal hier? Diese Blonde. Und das ist, ich habe diese Szene, habe ich sehr geliebt zu spielen. Wunderbar. Und alles, wo wir uns prügeln, wir haben uns sehr geprügelt. Ja, das sieht zwar alles noch viel mehr am Stück aus da. Das ist natürlich sehr kleinteilig aufgelöst gewesen, aber das war tatsächlich ein großer Spaß mit dem Prügeln. Das mal auskosten zu dürfen. So. Ja. Ja, warum sagt ihr, muss man den Film gesehen haben? Ich glaube, dass es ein großartige Unterhaltung ist. Es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, gerade für deutsche Verhältnisse. Nicht immer politisch korrekt vielleicht? Nicht immer politisch korrekt, aber gerade deswegen umso interessanter. Es gibt aber auch nachher, muss man dazu sagen, haben wir den Film so ein bisschen an das deutsche Publikum adaptiert und die wachen schon auf und realisieren, was sie eigentlich ihren Kindern angetan haben. Damit das Publikum was nicht völlig heulend nach Hause geht. Ja. Schlechter kann man es eigentlich machen. Macht auch Sinn, auf jeden Fall. Aber letztendlich ist es einfach eben eine gute Slapstick-Komödie. Das ist ja auch, muss man erstmal machen. Ja,